Willkommen und schön, dass du da bist. Dies ist der Start einer neuen Serie, in der wir uns neue, aber vielleicht auch etwas ältere Survival Games ansehen wollen. Wir starten mit Forever Skies. Forever Skies wurde im Juni 2023 in den Early Access released, hat aber seitdem eine ganze Reihe von Updates erhalten. Ich habe es schon länger beobachtet und möchte es euch heute in den nächsten Minuten vorstellen. Vielleicht ist das Spiel etwas für dich und du möchtest es deiner Wishlist hinzufügen. Dafür habe ich unten in der Beschreibung den Link zum Spiel hinzugefügt. Forever Skies hat, wie gesagt, einige Updates bekommen seit dem Early Access. Dabei hat es sich sehr stark um Performance-Verbesserungen im Game gehandelt. Allerdings ist auch zuletzt neuer Content hinzugekommen, insbesondere das Garten-Update oder Pflanzen-Update, wie auch immer man es nennen möchte, das wir Ende März bekommen haben für das Game. So, was ist Forever Skies? Du kannst es mit Raft oder auch mit Subnautica vergleichen. Bei Raft würde ich sagen, geht es eher darum, dass die Geschichten, naja, nicht ähnlich sind, aber es gibt eine Geschichte auch hier, die es zu verfolgen gilt und wo man immer wieder neue Hinweise auf die Geschichte finden und sammeln muss. Und was Subnautica angeht, würde ich sagen, ist es eher so das ganze Aussehen, das Feeling, wie Dinge hergestellt werden. Ja, einfach, da gibt es sehr viele Parallelen zu diesen beiden Spielen. Es gibt also einerseits eine Geschichte, der wir folgen. Andererseits ist es so, dass du in Forever Skies dein Luftschiff ausbaust und immer mehr erweiterst. Was du hier jetzt siehst, ist mein Luftschiff, das ich so über circa 13 Stunden gebaut habe. Du kannst den Ballon immer weiter ausbauen, um ihn zu erweitern, um dein Luftschiff zu vergrößern. Du musst dabei immer auf das Gewicht achten und wenn du mehr Gewicht bauen willst, als dein Luftschiff tragen kann, dann wirst du das einfach nicht bauen können. Dann kommt eine Meldung, dass du, ja, dass die Kapazität erreicht ist. Das gleiche gilt im Übrigen auch für Maschinen, wenn du neue Geräte installieren willst und hast nicht genug Tragekapazität, dann kannst du die nicht installieren. Aber mit stärkeren Motoren und mit mehr Turbinen kannst du durchaus schneller fliegen, du kannst mehr Gewicht transportieren und, was sehr wichtig ist vor allem, du kannst höher fliegen. Denn die Stationen, die du anfliegen musst, die befinden sich auf unterschiedlichen Leveln und um bestimmte Level zu erreichen, brauchst du dann entsprechend mehr Turbinen. Das ist etwas, was dich wahrscheinlich schon gleich ganz am Anfang einholen wird, wenn du so den ersten oder zweiten Außenposten der Geschichte entsprechend anfliegen willst und merkst, du kommst da nicht so hoch mit deinem Luftschiff. Außerdem sind die Luftqualitäten auf dieser Welt hier unterschiedlich und es gibt bestimmte Luftqualitäten, in denen du nicht so gerne reinfliegen willst oder wo du nicht atmen kannst und ähnliches. Du kannst hier überall in dieser postapokalyptischen Welt herumfliegen und kannst sie erkunden. Aber dafür brauchst du, wie gesagt, immer wieder Erweiterungen für dein Luftschiff und für deine Geräte. Das Wetter spielt dabei eine nicht ganz unwichtige Rolle. Einerseits kann in Stürmen dein Luftschiff beschädigt werden und du musst es natürlich dann entsprechend reparieren, wofür du wiederum Materialien benötigst. Daneben gibt es natürlich auch die Geschichte, der du folgen kannst bzw. sogar folgen musst, um neue Dinge und neue Geräte, Erweiterungen für dein Raumschiff und so weiter zu erlernen. Im gewissen Rahmen gibt es auch Kampf, dabei triffst du auf Kreaturen, auf Tiere, die wahrscheinlich mutiert sind, wie zum Beispiel Dornbienen, die dich angreifen. Allerdings ist der Kampf selber nicht sehr ausgeprägt oder ausgefeilt. Also am Anfang hast du ein Messer und mit dem Messer kannst du dann auf den Bienenstock zum Beispiel draufhauen oder auf irgendein anderes kleines Tier, dem du begegnest und ja, das wird dann relativ schnell
getötet sein. Du kommst von einer Raumstation und diese Raumstation sendet Menschen auf diese postapokalyptische Erde, um nach Heilmitteln zu suchen. Für die Welt. Denn die Welt wurde zerstört, die Menschheit wurde mehr oder weniger ausgerottet und kann auf dieser Welt hier jetzt nicht mehr überleben. Die Welt ist einfach nicht mehr bewohnbar. Und das Ziel ist, dass die Menschen, die hier runtergeschickt werden, ein Heilmittel gegen den Virus finden, der die Welt befallen hat. In der Story folgen wir denen, die vorher bereits hier runtergesandt worden sind und auch schon einiges erforschen konnten, dann aber leider verstorben sind. Und das ist sozusagen der Storyfaden, der uns hier durch unsere Erkundung begleitet. Dabei müssen wir aber sehr viele Ressourcen sammeln, sind immer auf der Jagd nach der nächsten Festkörperbatterie, die wir benötigen, um unsere Geräte am Laufen zu halten. Und natürlich auch nach all den anderen Materialien, die hier entsprechend verstreut liegen, die wir benötigen, um unser Raumschiff auszubauen. Gleichzeitig müssen wir auch für Nahrung sorgen. Das heißt, wir haben verschiedene Möglichkeiten, an Nahrung zu kommen. Wir können zum Beispiel Dinge wie den Honig der Dornbienen essen oder andere Kreaturen essen, die wir gefangen oder getötet haben. Und dafür haben wir auch auf unserem Raumschiff ein Fanggerät, mit dem wir während des Fluges Nahrung aus der Luft auffangen können. Es gibt aber auch bestimmte Türme in dieser Welt, wo es bereits Experimente mit Gärten gab. Und in diesen Gärten können wir verschiedenste pflanzliche Nahrungsmittel finden, um sie dann zum Beispiel auch auf unserem Raumschiff, wenn wir Samen gefunden haben, anzupflanzen oder auch direkt zu uns zu nehmen und zu essen. Manchmal müssen wir auf der Welt hüpfen, springen, klettern, versuchen irgendwo auf irgendwelchen riesigen Wurzeln das nächste Plateau zu erreichen. Es ist jetzt aber kein wirklich kompliziertes Jump and Run oder ähnliches. Das ist alles sehr gut machbar. Wir müssen ab und zu kleinere Rätsel lösen, zum Beispiel wie man bestimmte Dinge reparieren kann. Oder müssen dafür für die Reparatur wiederum neue Dinge herstellen, um dann im Spiel weiterzukommen. Im Laufe des Spiels wird das Erforschen von Materialien und Medikamenten immer wichtiger, um einfach überleben zu können. Was mich dabei stört, ist, dass wir sowohl in unserem Rucksack als auch in den Kisten, die wir hier zur Verfügung haben, nur sehr wenig Spielraum haben. Also nur, ich glaube, jede Kiste hat nur 9 Fächer. Und im Laufe der Zeit, relativ früh im Spiel, hast du schon eine ganze Reihe von Kisten aufgebaut. Und dadurch, dass dann ja, Materialien nicht automatisch beim Craften aus den Kisten gezogen werden, ist es etwas mühsam, weil du jedes Mal erst die Materialien fürs Crafting zusammensuchen musst, beziehungsweise du musst immer gucken, wenn du looten gehst, dass du zwischendurch wieder zurückkehrst zu deinem Luftschiff, um Dinge einzulagern, um weitere Dinge abbauen zu können. Das ist für mich so eigentlich einer der wesentlichen Kritikpunkte, die wir aktuell noch haben. Es wäre also wirklich gut, wenn sie das anpassen würden. Auch du wirst von Viren angefallen werden und kannst erkranken. Ich hatte schon Hirnhautentzündung oder ich hatte Photophobie, bei der ich dadurch erkranke, dass das Licht einfach auf meine Augen fällt. Es gibt allerdings Pflanzen, die uns schon Heilung bringen können. Und später im Spiel gibt es dann bessere Heilmittel, die du erforschen und herstellen kannst. Du wirst außerhalb der Storyline
sehr viele Orte anfliegen und looten müssen, um all die Materialien zu sammeln, die du benötigst, wenn du der Story folgen willst. Das heißt, wenn du das nicht tust, kommst du relativ schnell an einen Punkt, wo du sozusagen der Story nicht mehr folgen kannst, weil dir einfach die notwendigen Materialien fehlen. Das heißt, immer wieder gleich den nächsten Punkt eigentlich am besten anfliegen und gucken, okay, was kann ich hier looten? Es gibt auch Dinge, du kannst du erst später im Spiel looten, weil du zum Beispiel den Extraktor für die Hand noch nicht hast. Stattdessen musst du den Extraktor benutzen, der fest auf deinem Schiff installiert ist. Und dann kannst du auch an andere Gebäude heranfliegen und kannst Plastik, Kupfer oder Metallteile sozusagen während dein Luftschiff daneben schwebt abbauen. Oder du holst die Dinge wie hier einfach aus der Luft. Diese gelben Bälle zum Beispiel sind Plastik und dann haben wir Metalle, die vorbeifliegen. Für die Navigation hast du ein Radargerät, das bekommst du schon relativ früh im Spiel. Und die Plattformen, die du anfliegst, sind einerseits auf dem Radar bereits eingetragen, sodass du sie ansteuern kannst. Andererseits sind sie gekennzeichnet durch unterschiedliche Farblichtsignale, wobei eine bestimmte Farbe für immer eine bestimmte Art von Turm steht. Also sei es nun Türme mit Pflanzen oder Türme mit Windrädern oder Türme mit größeren Laboren zum Beispiel. In den ersten 3 Stunden oder so des Games dachte ich, naja, das ist ja alles ziemlich straight forward. Wir folgen der Storyline, wir bauen die Materialien ab und so kommen wir voran. Wenn wir allerdings zu dem Punkt kommen, wo wir Noahs Laboratorien erforschen sollen, dann wird das Ganze plötzlich komplexer. Im sogenannten Underdust, also unter dem Nebel, musst du viel erkunden und ich bin jetzt zum 3. Mal hier in diesem Bereich, weil ich zwischendurch einfach ja bestimmte Dinge wieder zusammensuchen musste, um Geräte zu bauen, um in diesem Underdust hier voranzukommen. Und das Ganze wurde auch ja, einfach komplexer im Sinne von, was muss ich alles hier finden, was muss ich tun, um hier zu überleben. Und das macht das Ganze auf jeden Fall sehr viel spannender. Also dieser Punkt am Spiel, und das ist, soweit ich das mitbekommen habe, auch relativ neuer Content, da wird es wirklich spannend. Und ich bin dann auch in der Geschichte an so einen Punkt gekommen, wo ich dachte, oh ja, ich will jetzt unbedingt wissen, was ist hier los, was ist mit Noah passiert. Beziehungsweise, was hat Noah herausgefunden? Die Geschichte wurde mit einem Mal wichtiger, als es vorher war. Ich werde auf jeden Fall also an der Stelle hier auch weitermachen, weil ich wissen möchte, wie es einfach weitergeht in der Story. Ich vermute aber, dass es wie auch schon vorher so eine Art Cliffhanger gibt, weil das Spiel ist ja noch im Early Access. Und dass die Geschichte auch jetzt in dieser Variante, die jetzt im Early Access vorliegt, sicher noch nicht beendet ist. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist das Inventarmanagement hier im Game. Da sollten Sie dringend etwas dran tun. Das kann ziemlich nerven. Auch leider gibt es für die Story noch keine gesprochenen Texte. Das heißt, du findest überall so kleine Tablets, wo du dann Geschichtenelemente wieder lesen kannst oder durch diese Tablets kannst du neue Dinge lernen, wie zum Beispiel neue Bauelemente für dein Schiff und ähnliches. Wenn ich jetzt aber das Spiel im Gesamten betrachte, sind das kleine Punkte, die dem Spiel keinen großen Abbruch tun. Es macht wirklich, wirklich Spaß zu spielen. Wenn du looten, craften, erkunden und auch Forschung in einem entspannten Gameplay magst, mit einer tollen visuellen Umgebung, wie ich finde, also mit schönen Farben, mit fantasievollen Ideen, dann ist dieses Spiel auf jeden Fall für dich geeignet. Und natürlich geht es hier darum, sein Raumschiff immer mehr zu erweitern und auszubauen
Und gerade auch jetzt dieses neue Update, was die Pflanzen, was den Garten angeht, bringt auch neue Bauelemente für dein Raumschiff mit, also mit zum Beispiel floralen Wandelementen und Fenstern und ähnlichem. Und wer also etwas mag, wie zum Beispiel auf Raft, ja, da das Schiff zu bauen oder in Subnautica seine Unterwasserstation auszubauen, der wird auch hier viel Freude daran haben, sein Luftschiff immer weiter zu gestalten und auszubauen. Ich bin Doge Gaming und heute habe ich euch Forever Skies im Early Access nach dem letzten Update vorgestellt. Und schreib mir doch mal in die Kommentare, was du von dem Spiel hältst, ob es dich interessiert oder nicht. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch ein Like oder ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Spiel. Mach's gut, bis dann, ciao.